Wie wir bereits letztes Mal schon begonnen haben zum Ballenpressen, machen wir heute hier weiter. Ich würde sagen, wir begeben uns gleich einmal zum Feld rüber. Und werden die Schwaden, die wir da gemacht haben, wieder weiter zu Ballenpressen. So, da. So. Gleich ein. Starten. Lassen. Runter. Ich kurz schauen, ob der unangenehm ist. Der wieder abgehängt ist. Ah, die Schläuche sind nicht alle. Okay. Und die Zapfwelle, deswegen geht's nicht. So. Jetzt hat er was. Ich habe es ja umgestellt auf manuell. Das heißt, ich muss ja alles selber machen. So, jetzt müssen wir. Jetzt live. Okay, und wir können losstarten. Jetzt in unsere Bahnen rein. Dann machen wir es. Damit. Absolut. Bedankt dran. Dann wir holen die Ränder dann nachher nochmal ab. Halt die vollen Bahnen. Ja, der ist schon. Okay. Ja, und das macht gleich wieder ein. Haben wir bei Wänden ein bisschen eine Kurve drin gehabt. Aus. Warte mal. Das sind jetzt die Silage. Die machen wir dann zur Silage. Dann brauchen wir die. Ach,
Wechseln. Wenn wir jetzt dann gleich noch einwickeln. Richtig, Rechteil. Wir haben natürlich, wenn ihr meine anderen Folgen auch gesehen habt, werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, dass ich ja schon angefangen habe mit den Bodenanalysen. Das heißt, dass wir Bodenböden ja bestimmen. Das habe ich aber auch diesmal mit noch nicht getan. Ich hoffe, ihr habt heute einen sehr schönen Tag gehabt. Warte mal. Relativ flott. Bin ich so. Das
Oder? Bevor eventuell ein Regen kommt. Was? Da konzentriere ich mich und dann vertippe ich mich mit die Tasten. Ich spiele nämlich gerade auf der Taste wieder. Deshalb hüpfe ich da irgendwie immer raus. Oder na? Mach gleich die Bahn mit. Hau mal kurz hin, dann machen wir die nächste Bahn mit. Die Grenze ein 0,1 runter. Und wenn wir den Rest dann noch mit rüber nehmen zur anderen, dann wird es halt wie schon. Na? Oh, da la. Weiter noch ein.
Oder mal ab. Noch eine? Immer das? Und fahren den jetzt schnell zum anderen Feld rüber. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir uns nicht doch noch einen zweiten da uns anschaffen. Bräuchte man nicht immer im Ei. Wir müssen jetzt halt noch. Nee, ich bin wieder. Ah, da ist. Und seine Stärkeren. Jetzt darf er weiterfahren. Moment. Ich glaube, ich habe mich. Gut. Geht nicht für mich. Yes, ja. Ach, bin ich vorbeigefahren. Okay. Jungs und Mädels, ich habe mehr die. Das ist wieder eben. Wo ist das Bild? Okay. Ich bin dick. Okay. Da komme ich. Jetzt habe ich schon die fünfte Folge und ich kenne mich immer noch nicht auf der Map aus. Jetzt war wieder, irgendwie hätten wir darüber müssen, wir jetzt beim Stall vorbei müssen. Der ist schon. Ach. Haben wir schon.
Aber ja, die Schilder müssen bei mir weg. Also. Real. Absolut. Okay. Aber ich habe euch ja gesagt, die zeigt euch noch ganz schnell, wie das geht mit dem Ballenbütteln, wenn man den schnell da abhängt. Nummer und den Ballenwickler. Und dann zeige ich euch noch ganz schnell, wie das geht. Aber jetzt das schnell. Schon wieder. So, dann werden wir noch schnell beim Händler jetzt den Beinpressen besorgen. Nehmen wir mal.
Schnell. Ah. Okay, dann machen wir die Folie. Machen wir dann. Weg. Hat da den Winkel hin raus. An. Da muss man natürlich jetzt genau. Oh, da lang. Voilà. Mal gerade fahren. Oh, dann. Jetzt zeige ich euch natürlich gleich noch, wie das geht mit dem Ballenwickeln. Wir klappen es aus. Fahren zum Ballen ran. Der holt sich den und fängt an, die einzupacken. Und wir schlägen ab. Wir fahren zum nächsten. Und so weiter und so fort. Also das wird dann so lang gemacht, bis die Ballen dann fertig. So, meine Lieben, das war's wieder. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was da noch an Arbeit anfällt. Es brauchen sowieso die Silagen eine Zeit lang, bis sie geklärt haben. Und ja, aber ich bin mir sicher, es wird sich noch was an Arbeit finden. Okay, es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Das heißt, herzlich willkommen auf der Map Frühling. Tschüss. Thank you.